dieser Pulk, diese Hunderte von Menschen, strömten also in Richtung des Mielke-Hauses, Haus 1. Und irgendwann klirrte dann auch links etwas. Man muss sich vorstellen, das Gelände war dunkel, nicht beleuchtet, nur dieser, wie wir dann später wussten, Versorgungstrakt mit diesen bräunlichen Scheiben verglast, der war erleuchtet. Und wie Motten das Licht wahrscheinlich, sind die Leute dann links abgebogen, was mir persönlich sehr unklar war. Ich bin da auch nicht erstmal links mit rum, sondern ja, ich habe mich umgeguckt und habe mitgekriegt, dass ein Teil, also es waren vielleicht so 20 Leute, nach rechts gingen. Und ich habe gesagt, wo wollt ihr hin? Ja, wir gucken jetzt mal, was da noch ist und so. Ich habe gesagt, ja, könnt ihr nicht so machen, wir müssen da so eine Meldekette machen. Wer weiß, wir wissen ja gar nicht, wer noch hier drin ist. Und nicht, dass einer von euch eben verschwindet. Ja, und so haben wir es dann gemacht, so eine Meldekette. Und die ersten, die eben zurückkamen, die sagten, um Gottes Willen, da hinten rum ist das Gelände mit den Häusern noch mal so groß wie hier vorne. Ja, man sich gar nicht vorstellen konnte. Ein anderer Teil ist auch in, ich weiß nicht mehr, welchen Zugang sie hatten. Jedenfalls waren die dann so Kellergänge und so. Und die standen dann bei der HVA auf der Matte. Also, wie gesagt, alles dunkel. Und die hatten vergessen, diesen Kellerdurchgang eben abzuschließen. Und waren, wie sie eben hinterher dann eben auch sagten, also sehr betroffen, dass da so eine bürgerbewegten Leute vor ihnen standen. Ja. Auf wen traf man denn da so? Also von der Gegenseite, als man da reingelaufen war? Also im Haus 2, in einem dunklen, vorher dunklen Büroraum, war ein Herr Timmermann. Und der dort eben irgendwie Stallwache oder so hatte. Und das war so, glaube ich, mit der erste, auf den eben die Bürger gestoßen sind. Und die Wut sich eigentlich so gegen diesen Mann auch richteten. Ja, richtete. Und da war es eigentlich ein bisschen brenzlig, weil wir hatten ja, ihr sagt, keine Gewalt. Und die Wut war aber da. Aber es konnte deeskaliert werden und dem Mann ist dann auch nichts passiert. Ja. Waren Sie dabei, als das geschah? Haben Sie auch was von der Aktenvernichtung mitbekommen an dem Abend? Nee. War das eigentlich da schon so ein Ziel, dass man auch sagte, wir müssen da jetzt mal rein, also Ja. und dann wir müssen das stoppen, wir haben davon gehört, es wird was vernichtet? Das war der eigentliche Beweggrund. Ja, wir wollten an unsere Akten und wir wollten nicht, dass was vertuscht werden kann. Und wir wollten das eben sichern. Also die Akten waren das Hauptmotiv. Ist es bis heute noch. Jeder muss das Recht haben, in seine Akte zu gucken. Wobei seine Akte, meine Akte, so einfach ist es nicht. Die Stasi hat ja nicht ja, gezielt eben für eine Person die Akte angelegt, sondern das ganze Umfeld war mit drin. Man findet also in seiner Akte auch viele andere Personen eben benannt, bespitzelt.